Lecker Espresso. Ich weiß. Ja. Heiß. Die krass. Ich habe ihn gerade gefilmt, wie er sein Espresso trinkt und sich verbrannt. Ein bisschen hastig. Ja. Heiß. So, da sind wir wieder. Guck mal hier. Das erste Teil vom R, was kaputt ist. Hm? Nicht schlecht, oder? Guck dir mal an hier. Guck mal. Da gehört schon Talent zu. Hm? War ich wahrscheinlich. Wie wäre denn sonst? Kannst nur du gewinnen. Ja, ja, ja. Getriebeaufnahme. Hinten links. Deshalb hast du auch immer gesagt, der schleift. Genau. Links, der setzt auf. Genau, da. Das war so mal meine Special Linie. Ja. Hat er zu wenig abgenommen. So, dann muss ich mir nochmal eine Abmahnung schreiben. So ein Abreißblock. Wollte ich nur unterschreiben, abgeben. Aber Ulf sagt gerade, er hat mir das gerade hochgebracht, freundlicherweise. Er sagte gerade, das Gewinde ist noch Taco. Also der hat die Schraube hier, die vermurkste hier, die sieht echt geil aus, wie so ein Strohhalm, rausgemacht und kann jetzt einfach eine neue reindrehen. Also Maßarbeit war auf jeden Fall ich, weil wenn der das gewesen wäre, wäre alles abgerissen wahrscheinlich. Ja, wäre das Gewinde komplett rausgerissen. Mit Getriebe. Weg. So. Dann kannst du dir jetzt einrahmen hier irgendwo hin. Ich baue dir das jetzt hier irgendwo. Bau du mal, apropos bau du mal, warte mal, bevor wir bauen, guck mal hier, komm mal mit, guck mal. Unsere lieben Freunde von 43,5 haben ein Geschenk geschickt. Oh geil, passend, Geschenk ist immer gut. Passend zu unserem neuen Dienstwagen. Was für Dienstwagen? Haben wir eine Lieferung gekriegt von Matchbox? Ja, so in der Art. Soll ich mal so ein Schnüffelstück holen, damit man das aufmachen kann? Bis der Dicke sich bewegt hat, ist das Paket schon auf. Wenn der Bruder hat sie mit seinem guten Korkenzieher das Paket aufmachst, ne? Ja, ich sag gerade, bis der Dicke sich bewegt hat, ist das Paket schon auf. Bis die erotische Schwungmasse in Bewegung kommt. Wie ist das eigentlich mit Mobbing am Arbeitsplatz? Alter, was ist das denn? Es sieht auf jeden Fall nach Porno aus. Damit können wir auch einen 80er Jahre Pornostreifen drehen mit dem Anzug. Was ist denn das? Also ich glaube, hier die Größe ist für dich. Du Arsch, ey. Und die ist für dich. Ich glaube, das ist Baggy. Da trägt man Baggy-Style, glaube ich. Das ist XL hier. Hör auf. Aber die Farbkombo ist geil. Ja, Micha, danke. Sehr geil. Da sind noch Schuhe drin hier mal. Hier, Schuhe. Schuhe. Jetzt pass auf. Dun, 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 dun. Hi, Erik. Steht da. Was? Aber die sind geil. Das ist alles geil. Eigentlich müsste man ein Outfit jetzt mal komplett vorführen. Meinst du? Ja, klar. Okay, ich gehe jetzt raus, schließ die Tür, komm zurück und dann habt ihr diese wunderschönen Sachen an. Gute Idee? Ja. Okay, bis gleich. Tja, da sind wir. Ja, ich sag mal danke. Sehr gut. Es gibt ja auch welche, die können es einfach tragen. Weißt du, was ich auch richtig gut tragen kann? Kasten Wasser. Hey, aber ist auf jeden Fall sehr bequem. Ne? Sollten wir uns überlegen, ob das vielleicht nicht die neue Teamkleidung wird. Ich habe gedacht, das wäre die neue Teamkleidung. Ah, ist schon offiziell? Stimmt. Ja! Also wie gesagt, Micha sagt, das wird gut zu unserem neuen Dienstwagen passen. Ja, was für Dienstwagen denn? Ich höre die ganze Zeit Dienstwagen, Dienstwagen. Ich weiß gar nicht,
Ich habe hier bei so einem Pizzataxi habe ich die alten Autos auch gekauft. Geil ist aber auch das Geräusch, wenn du läufst. Ne? Wie damals, 1986, als ich das erste Mal bei Olympia war. Das ist eigentlich das Richtige für dich. Weil du möchtest ja noch ein bisschen abnehmen und so. Ist so ein Schwitzanzug. Wenn du den abends ausziehst, hast du auch 3 Kilo Wasser drin. Beziehungsweise Schweiß. Hast du aber trotzdem irgendwie das Gefühl, wie hat das alles? Ja, ne? Ja. Also Steven findet es auch gut. So, jetzt gucken wir mal nach den Autos. Hier ist ein bisschen Chaos, weil LKW gerade wiedergekommen und wir bauen ja oben, habe ich ja schon mal gesagt. Da zeigen wir euch aber alles in Ruhe. Ne? Was ist denn mit Dienstwagen? Das heißt, ich kann mir hier einen aussuchen, oder? Ja, träum weiter. Komm mit. Bis aber auch wieder. Streng. Hier, da steht. Guck mal, der ist durch überhaupt. Hier, ja. Das ist doch mein glühendes Stück Altmetall hier. Guck mal hier. Reunion und so. Neon Pink wusste ich damals schon. Da damals im Kart. Wann war das? 1990? Hier. Das war noch früher. Ich denke, aber 1990. 90, 91. Ja, das war noch hier. Kartsport Nord, Magnum. Ja, gute Magnum-Kart. Gute Magnum-Kart, ja. Da konnte ich mich noch dran erinnern. Es gab da mal einen mit so einem pinken Helm. Man sieht ja, die Farbe ist geblieben. Ne? Das sind halt manche Sachen, kommen nicht aus der Mode. Das ist halt so. So, hier, Lukas, da ist er. Ja, schöner Wagen. Sehr schöner Wagen. Kann man da auch den Käfig rausflexen? Weil ja. Die Hunde brauchen ja auch Platz, weißt du? War natürlich nur ein Spaß. Oh, ist aber schattig hier. Puh. So, das sind jetzt. Ja. Alter. Geil, oder? Lukas. Danke. Hä? Guck mal. Jetzt ist er natürlich mit dem Outfit auch wieder stimmig, ne? Das ist ja geil. Welcher ist denn? Das ist meiner. Haben wir hier von unseren Jungs hier, von Gruma, haben wir die bekommen. Geil. Ja. Fett, ne? Hör mal, da bin ich aber am Bodensee der König. Das zeige ich euch aber. Da kann ich ja Outfit, schmeiß ich direkt raus. Der wurde Assi, raus mit dem! Kann ich auch bei Niedrigwasser direkt einfach mal durch den See durchfahren. Ah, guck mal hier. Der Tobi schon direkt mein Blaulicht wieder montiert. Setz dich mal rein, ich will mal sehen, wie das Outfit wirkt. Oh, wo ist das denn hier? Schönen. So, Lukas. Hey, hallo, hier geblieben. Komm. Wie du immer, manchmal siehst du ja in der Stadt, weißt du, wenn die hier. Nee, das ist hier. Guck mal, das ist ein Stirnband eingebaut. Ja, aber hör mal, das ist ja wirklich stimmig so, ne? Oder? Super. Nee, das ist wie in der Stadt, weißt du, wenn du die Frauen immer siehst, die kleinen Kinder, die haben dann auch so ein Band hinten dran. Ja. Allein, oder? Der Micha wahrscheinlich gedacht hat, baue ich mal ein für die Claudia, da freut die sich. Du bleibst hier. So, jetzt machen wir hier mal Sitzprobe. Mal Sitzprobe. Oh, ein schön, aber helles Interieur hier beim Hello. Gucken Sie mal da. Soll ich mal den Engine starten? Start mal Engine. Bewegt sich kaum der Wagen, wenn du zündest. Warte, ganz wichtig ist ja, ja, genau, muss erstmal einspeichern hier. So, ne? Dann gehen wir direkt. So. Speichere ich jetzt mal auf 1. Wie sagst du immer? Handgelenk am Lenkrad, ne? Passt. Ja, ja. Irgendwie am Lenkrad, also hier mit der Runde, genau. Oh, da kann ich auch schön hier. Ah, oh, das ist doch hier die Autobahnposition.
Dann kannst du auch mal 1000 Kilometer fahren. Kannst du aber nur machen, wenn du den Jogger anhast. Ja, aber das ist ja, das ist jetzt mein Kfz-Outfit hier. Vor allen Dingen, wenn wir demnächst dann Fahrrad Bang auf der Köhe treffen, weißt du, sind wir direkt in der Crew. Ja. Hä? Hör doch mal, der war. Schön. So, was machen wir jetzt? Probefahrt auf die Köhe, oder? Ja, sicher. So. Großes Big Mac Menü, extra Cola, zweimal Currysoße und eine Fritte. Also fügt sich gut die Kutte am Wagen. Ja? Ist nicht schlecht. Jetzt weiß ich auch, warum die Bruma-Jungs so entspannt waren. Ich glaube, die haben vorher sich abgesprochen. Die wussten, ah, die beiden Autos machen sich jetzt richtig schön zum Affen in ihrer neuen Klamotte. Ja. Männer, habt einen schönen Tag, bis später. Wir fahren jetzt mal auf die Köhe. Und guck mal, wo der Godehard so abhängt, ne? Tschüss! Tschüss, Gas! Never meant to make your daughter cry, I apologize.